Hey Leute, heute haben wir die 111 besten WhatsApp-Chats von Schülern für euch. Viel Spaß! Gib mir mein iPhone X wieder. Du hast es einfach mitgenommen, du Assi. Hab ich bei eBay reingestellt. Der Höchstbietende gewinnt, also mach mit. Schicke dir den Link. Sag mal, geht's noch, Bianca? Ja, mega, ey. Ich hatte einen Eimer unter unser Waschbecken gestellt, weil ja das Rohr seit ein paar Tagen undicht ist. Und? Hab den Eimer gerade ins gleiche Waschbecken entleert. Na, da zahlt sich das Abitur aber aus. Ey, Tibor, mach mal bitte endlich deinen Teil für das Gruppenreferat fertig. Sonst schaffen wir das nie. Hey, nur die Ruhe. Ich habe einen Plan. Ach, weißt du was? Ich mach das jetzt lieber einfach selbst. Oh, ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Was? Was? Seit gestern habe ich eine neue, Bro. Deine Mom zählt nicht. Stimmt. Aber deine. Du Penner, ich f*** dich, wenn du mit deinem kleinen Schwanz meine Mami anfällst. Boah, dieser dämliche Scheiß-Englischunterricht. Wieso so genervt, Claire? Immer das gleiche Gelaber von wegen, say it in English, please. Sag mal, wir leben hier doch in Deutschland, oder irre ich mich? Nein, du irrst dich nicht. Ist denn irgendwas vorgefallen? Nein, find's einfach nur ätzend. Stell dir vor, ein Klassenkamerad fängt an zu spacken und liegt mit einer Krampfatmung zuckend auf dem Boden. Dann will ich der Lehrerin das ja so schnell wie möglich mitteilen. Oder sagt sie dann auch, in English, please. Au. Trink mal lieber einen Kamillentee, meine Liebe. Ich kann heute leider nicht zur Schule kommen. Ich bin krank geworden. Bist du dir sicher oder macht die Klassenarbeit dir Sorgen? Nein, ich bin echt krank. Ich habe richtig schlimmen Durchfall und kann nicht aufhören. Oh, okay. Das ist mir extrem unangenehm. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Gute Besserung. Sohnemann, wofür brauchst du denn Omas Rollator? Woher weißt du das jetzt? Sie hat mir erzählt, dass du ihren Rollator vorhin ausgeliehen hast. Oh, ach so. Wozu der Rollator? Na, zum Feiern gehen. WTF, falls du nachts nicht mehr gerade stehen kannst, oder was? Nein, nein, die Idee dahinter ist viel genialer, Mom. Guck. Du Eimer, gib deiner alten Oma sofort den scheiß Rollator zurück, sonst hackt es, Freundchen. Und bau ihn vorher wieder um. Nö. Oh, ich hack dir die Füße ab, fessel dich an einen Baumstamm und werfe dich in den Fluss rein. Was ein Ragequit. Hallo, was war vorhin los? Alles okay? Wo bist du? Nix, was soll denn los gewesen sein? Bin bei einem Freund. Na, du hast heute Mittag mehrmals versucht, mich anzurufen. Ach so, ja, das war nur ein Versehen. Aha, du hast mich aber viermal angerufen. Ja, wie gesagt, versehentlich, passiert halt mal. Mach dir jetzt mal keine Sorgen wegen nichts. Okay, und wieso liegen Pralinen auf dem Tisch? Na, die sind für dich. Okay, und warum? Na, weil du so eine tolle Mutter bist und ich mich einfach mal bedanken wollte. Okay, Kevin. Was hast du angestellt? Nichts, ist doch alles gut. Sag die Wahrheit. Es ist alles gut. Irgendwann später. Ah, jetzt weiß ich, was los war. Was? Die Suchanfragen sind sicher nicht von mir. Ja, okay, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Aber Hauptsache, wir sind alle gesund und mir ist nichts passiert. Hey Schatz, brauchst heute nicht so früh nach Hause kommen. Geh ruhig noch zu Lara. Dein Lehrer kommt. Haha, oh mein Gott, halber Herzinfarkt. Mach mal deine Autokorrektur aus, sonst hast du echt Probleme. Sie ist aus? Was? Ich zieh aus. Papa, kannst du bitte dafür sorgen, dass Bobby aufhört zu bellen? Ich will schlafen. Ach, er will uns doch nur beschützen, Schatz. Mach dein Fenster einfach zu und lass ihn weiter bellen. Dein Ernst? Als ob du bei diesem Lärm schlafen kannst. Ich meine, würde er wenigstens wie ein normaler Hund bellen, dann wäre das ja noch okay. Aber der klingt wie eine kaputte Hupe. Ach, okay, alles klar. Ich gehe ja runter. Hier, er ist fest am Schlafen. Aber was macht dann solche Geräusche, Papa? Ist das vielleicht wirklich eine Hupe? Oh Gott, Mara, versteck dich. Hier ist ein Einbrecher, schnell. Was? Oh mein Gott, was soll ich tun? Wirklich? Nein, und jetzt geh schlafen. Ich hasse dich. Hey, meine Lehrerin ist einfach die Beste, ne? Sie liest gerade die Noten vor und einer sagt, er hätte lieber eine 2. Da sagt sie, reg dich mal nicht so auf. Ich hätte auch gern ein Pony. Geld und Körbchengröße D. Oh, beste Lehrerin.
Du, Mama, mein Bio-Lehrer hat mich heute ernsthaft aus dem Unterricht geworfen. Was hast du angestellt? Ich hab gar nichts angestellt. Ach ja? Wieso schickt er dich dann aus dem Unterricht? Ja, er hat nun mal gefragt, ob ich ihm 4 verschiedene Körperteile nennen kann. Und was hast du ihm geantwortet? Hals, Maul, Arsch, Gesicht. Und du bist mein Sohn. Ich wollte dir nur sagen, dass du wunderschön bist, einen tollen Körper und einen mega Charakter hast. Deshalb würde ich super, super gern mit dir ausgehen, um dich irgendwann mein Mädchen nennen zu können. Oh, Marvin, das ist ja so cute von dir. Ich will auch unbedingt mit dir ausgehen. Oh, shit. Das war nicht an dich, sondern eigentlich an wen anders. Pff, sorry, du. Oh, ach ja, du bei mir auch. War nicht an dich. Ja, klar, ein anderer, der auch Marvin heißt, will mit dir ausgehen und sagt zu dir was Süßes? Dein Ernst? Jo. Heute in der Schule war es einfach so funny. Ach krass, was ist denn passiert? Naja, Tom hat halt bei Herrn Bieber ein Kaugummi gekaut. Und du weißt ja, dass der das überhaupt nicht ab kann. Oh je, sehr gewagt von ihm. Jedenfalls hat der Bieber gesagt, ey Tom, ab in die Mülltonne. Daraufhin antwortet Tom, das Kaugummi auch? Nicht sein Ernst. Mama, ich gehe kurz zu einem Kumpel, muss was für die Schule abholen. BRB. BRB? Be right back, bin gleich zurück. Ach so, na dann BDIHEV. BDIHEV? Beeil dich, ich habe Essen vorbereitet. Mom, diese Abkürzung gibt es nicht. Schreib also einfach normal, bitte. Wieso gibt es die nicht? Ist halt so. Niemand benutzt diese Abkürzung. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Mark Zuckerberg? Was hat das denn damit zu tun, Mama? Hausarrest, 3 Wochen. Alter, was? Dein Ernst? Ey, yo, sag mal, kurze Frage. Wenn Weihnachten Xmas ist, ist der Weihnachtsmann dann X-Man? Boah, Alter, geh schlafen. Deine Lehrerin hat mich angerufen. Was machst du bitte wieder für Probleme? Was denn? Heute sollten wir diesen Test schreiben und ich wollte hinten sitzen. Aber die Lehrerin hat mich da nicht sitzen lassen und meinte nur, nicht hinten. Hä? Ja und? Ich sagte daraufhin, das hat sie gesagt. Und dann schrie sie, raus. Und ich sagte, das hat sie auch gesagt. Oh Mann, du bist für immer am Arsch bei ihr. Das wird wirklich ein toller Elternabend. Ja, am Arsch. Das hat sie auch gesagt. Wer von euch Deppen hat gestern wirklich alles in meinem Kühlschrank mit Wackelaugen beklebt? Ich war eigentlich als eine Art Gefallen gedacht. Wollte, dass es so aussieht, als hättest du ein paar Freunde. Darf ich mir ein Tattoo stechen lassen, Papa? Auf keinen Fall. Ah, lol. Warum frage ich überhaupt? Bin ja eh 18. Pass mal auf, du Klerasil-Testgelände. Ich sag das nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu beschützen. Das ist wirklich eine dumme Entscheidung, die du nachher bereuen wirst. Also lass es. Ich will mir aber eins stechen lassen und werde das heute auch machen. Unglaublich. Okay, danke, Papa. Und, was sagst du? Oh, warum? Warum nicht? Was ist der tiefere Sinn davon? Was ist dein Ziel, Junge? Damit verbaust du dir jegliche Chance, mal eine vernünftige Frau zu bekommen. Hey, das ist noch nicht alles, Papa. Bekommt dein Gehirn eigentlich Arbeitslosengeld? Papa, du musst mich lernen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich hab dich so akzeptiert, wie du bist. Du hast jedoch eben entschlossen, auszuziehen. Papa, das geht wirklich zu weit. Pass mal auf, du Fratzengulasch. Ich hab dich gewarnt, dass das eine doofe Entscheidung ist. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Das kannst du doch nicht machen, Papa. Wieso? Du bist doch schon 18, mein Sohn. Hallöchen, Timo. Hallo, Oma. Seit wann hast du denn ein Handy und vor allem WhatsApp? Seit gestern Abend, aber ich komme noch nicht so gut damit klar. Also, wenn du eine Lücke zwischen die Wörter setzen willst, musst du die Leertaste unter dem Buchstaben drücken. Oh, danke. Oh, sieh an. Sie kann sogar schon Emojis benutzen. Was sind Emojis? Ach, egal. Wieso hast du mich eigentlich angeschrieben? Ich wollte fragen, wie es so in der Schule bei dir läuft. Hab schon so lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, alles ist gut. Oh, ja, alles ist super. Hab seit kurzem meinen Abschluss. Oh, das freut mich zu hören. Ich bin stolz auf dich. Ja, mit 1,4 abgeschlossen. 1,4? Das ist ja super. Ja, wäre es nur mein Schnitt und nicht meine Promilleanzahl. Ach, klasse. Mein Steak ist mir auf den Boden gefallen, Digga. Denk an die 3-Sekunden-Regel. Dann kannst du es noch essen. Die 3-Sekunden-Regel gilt aber nicht, wenn man einen 2-Sekunden-Hund hat. Oh.
Boah, Bro, du wirst es mir nicht glauben, aber die neue Professorin ist echt der Hammer. Warum? Also, Beginn der Vorlesung. Sie kommt rein, grüßt keinen von uns, gar keinen. Dann stellt sie ihre Tasche auf den Tisch und fragt einfach nur, wer in diesem Saal schaut gerne Game of Thrones? Darauf hebt so ungefähr die Hälfte der Leute die Hand. Sie meint dann ganz trocken, ich habe die Bücher gelesen. Jedes einzelne. Und jedes Mal, wenn es mir zu laut wird, werde ich laut und deutlich den Namen der Figur schreien, die als nächstes stirbt. Ich sag dir, die ganze Vorlesung war totenstill. Hey, wie läuft's am letzten Schultag? Hab noch Deutsch. Wir rätseln gerade. Wie man Rätseln schreibt? Was glaubst du, kommt morgen in der Deutscharbeit dran? Kein Plan, aber wünschen würde ich mir ein schönes Gesicht. Oh, das wünsche ich dir auch. Gedicht, aber danke. Hallo Sarah. Hi. Wieso schreibst du mir? Ach, ich wollte dich lediglich daran erinnern, mir morgen die 2 Euro, die ich dir heute geliehen habe, wiederzugeben. Ja, schon klar. Vergesse das nicht, Joachim. Sonst noch was? Nein, tschö. 6 Stunden später. Ja, hallo Sarah. Was? Bevor ich schlafen gehe, nur noch mal kurz die Erinnerung. Bitte an die 2 Euro für morgen denken. Danke, liebe Grüße, Joe. Gute Nacht. Nächsten Tag. Guten Morgen, Sarah. Denkst du an die 2 Euro? Oh, vergessen. Really? Hey, dafür bringe ich dir morgen 2,20 Euro mit zur Schule. Wenn du mir schicke Unterwäsche kaufst, dann darfst du sehen, wie ich sie anhabe. Und wenn ich dir nichts kaufe, darf ich das dann auch sehen? Bin ich gerade bei meiner Freundin zu Hause? Ja. Kann man die Klotür nicht absperren? Ja. Haben mich gerade beide Eltern nacheinander beim Kacken überrascht? Vielleicht. Papa, kannst du mich von der Schule abholen? Hey, yo, natürlich kann ich dich von der School of Life abholen. Wie schreibst du denn bitte? Normal, bruh. Oh, bitte hör auf, Papa. Das ist ja total peinlich. Das flasht dich jetzt, was? Okay, reicht. Was bist du denn für ein Allmann, Digga? Komm dich jetzt holen, bruh. Nee, jetzt will ich nicht mehr, wenn du so komisch drauf bist. Wie Unfly. Warum darf ich nicht wie mein Sohn schreiben? Nur weil ich so mit meinen Jungs schreibe, heißt das nicht, dass mein Papa das nachahmen muss. Unsexy, aber läuft bei dir in deinem Einsen-Life. Schatz? Ja? Ich möchte, dass wenn du morgen feiern gehst, erstens nicht zu viel trinkst, zweitens nicht zu spät nach Hause kommst. Nächsten Tag. 98 keine One-Night-Stands hast, 99 mich alle 2 Stunden anrufst, um mir zu sagen, dass es dir gut geht. WTF, Mom? 99 Forderungen, das ist aber schon ein bisschen viel verlangt. Kann ich denn nicht mal ein bisschen Spaß haben ohne diese ganzen Regeln von dir? Nein, ich will nicht, dass du genauso endest wie dein großer Bruder. Aber Timmy ist doch reich. WTF? Du hörst auf mich. Hast du verstanden? Ja, Mom. Irgendwann später. Erik, wo bleibst du? Es ist 2 Uhr nachts. Ja, tut mir leid. Hab zu viel getrunken, mein Handy ausgeschaltet und hatte dann ein paar One-Night-Stands. Hast du mich jetzt blockiert? Woher weiß meine Mom überhaupt, wie das geht? Mama, ist die Katze noch zu Hause? Ich habe etwas Flauschiges in der Schultasche und ich traue mich nicht, es rauszuholen. Kind, das wird wohl dein Butterbrot von vor den Ferien sein. Die Katze ist noch hier. Oh Mann, ey, ich zeig meinem Opa nie wieder mein Zeugnis. Hä, wieso? Deine Noten sind doch gut. Ich zeige ihm mein Zeugnis und er meint nur ganz trocken, eine 2 in Sport? Da ist dein Lehrer aber großzügig. Du bist doch gar nicht so sportlich. Dein Opa ist ja mega drauf. Muss dir was erzählen. Hau raus, Kim. Englischunterricht. Lehrer möchte, dass wir einen Partner suchen und uns auf Englisch unterhalten. Und? Calvin blieb übrig. Du Arme. Ich so, are you an English guy? Er dann so, see I so out, I'm a wash real German. Was ein Dummkopf, ey. Kannst du laut sagen. Alter, wo bist du? Suchen dich schon seit einer halben Stunde. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich suche seit 15 Minuten mit euch. Wusste nur nicht, wen genau wir suchen. Papa, 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 Papa. Emil, was ist los? Nichts, hab Langeweile. Wollen wir ein Spiel spielen? Nein. Ach, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Emil, ich hab echt keine Lust. Komm schon, das ist echt lustig. Nur ganz kurz, bitte. Okay, meinetwegen. Aber danach lässt du mich in Ruhe, verstanden? Klar doch, Papa.
Na los, erklär, wie das Spiel funktioniert. Hab's eilig. Also, zum Beispiel schreibe ich ein Wort und du musst daraufhin ein dazu passendes Wort schreiben. Bereit? Ja. Okay, Fußball. Basketball. Du bist bald Opa. Und du bald obdachlos. Hä? Als Lehrer kann man einem echt leid tun heutzutage. Sobald die Leute nicht klausurrelevant fallen, unterhält sich die eine Hälfte oder spielt am Handy rum und die andere Hälfte verlässt den Klassenraum und sucht auf dem Schulgelände nach Pokémon. Naja, machen wir uns nichts vor. Wer als Lehrer diese Worte in den Mund nimmt, hat sich mit seinem Schicksal schon lange abgefunden. Na, schick mal Nudes von dir. Okay. Ach, Kopf hoch. Du musst halt auf die mündliche Note hoffen. Mach doch irgendwas, was du gut kannst. Stühle hochstellen oder Tafel wischen oder so. Hey, morgen ist doch die Prüfung. Ich brauch deine Hilfe. Kannst du Mathe? Kannst du fliegen? Punkt für dich. Hab heute neue Wörter gelernt. Pferdo, Ültje, Bültje und Superstültje. Hä? Was? Ja, meine Schwester spielt gerade Pferdehof in Dänemark mit ihrer Freundin und so heißen ihre Pferde. Hey, ich hab dem Andi mal deine Nummer gegeben. Hoffe, es ist nicht schlimm. Ist er wenigstens hübsch? Alles klar, ich brauche eine neue Nummer. Mein Gehirn. 5% Telefonnummern, 20% Geburtstage, 15% Wohnort von der neuen meines Ex-Freundes, 68% Songlyrics und 0% Mathe. Zu den meisten Dingen kann ich leider nichts sagen, aber bei 0% Mathe stimme ich dir eindeutig zu, Schätzchen. Wie unsensibel. 5% plus 20% plus 15% plus 68% plus 0% sind aber 108%. Wie soll das gehen? Überdurchschnittliches Hirn halt. Glaube ich kaum. Soll ich dich später von der Schule abholen, Mäuschen? Brauchst du nicht, ich bin schon zu Hause. Wow, hattest du früher aus? Nope, hab einen Schulverweis bekommen. Was? Wie hast du das denn geschafft? Ich hatte Chemie bei Herr Lehmann. Er hat mich drangenommen und gefragt, was ist flüssiger als Wasser? Und ich hab ihm darauf eine passende Antwort gegeben. Die da wäre? Sein Unterricht. Denn der ist nämlich absolut überflüssig. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ja, klar war das ein Scherz. Er hat es aber scheinbar zu ernst genommen. Nee, Stubenarzt. 12 Wochen. Claro, Paps. Hatte eh vor, zu Hause zu bleiben, jetzt, wo ich nicht mehr zur Schule muss. Ich komme gerade vom Klassentreffen. Wieso hattest du eigentlich noch nie eins? Da wunderst du dich wirklich, Schwesterherz? Die eine Hälfte ist Zuhälter, Drogendealer und Kleinkriminelle und die andere Hälfte arbeitet als Bundespolizei, Kriminalbeamte oder Rechtsanwalt. Frau Fleischer, ich habe mich, glaube ich, mega in Sie verliebt. Peter, ich bin deine Lehrerin und du bist in der 6. Klasse. Das ist mehr als nur unangebracht. Du bist ein sehr höflicher und guter Schüler und ich bin mir sicher, du findest ein nettes Mädchen in deinem Alter. Nein, ich habe keine Lust mehr auf diese Mädchen aus meiner Klasse. Ich will eine Frau. Geben Sie mir doch bitte eine Chance. Soll ich deine Eltern verständigen? Von der Hochzeit wegen? Hey, ich sag's dir, ne? Was los? Wenn ich nur noch 1,5 Stunden zu leben hätte, würde ich zum Chemieunterricht mit Herrn Meier gehen. Hä, wieso das denn? Na, dann würde es sich nämlich so anfühlen, als hätte ich noch mindestens 10-mal so lang. Ich hab keine Lust, morgen in die Schule zu gehen. Ja, dann lass doch die Schule ist Lava spielen. Papa, können wir reden? Was denn los, Hübsche? Das Wichtigste ist doch, dass wir alle gesund sind, oder? Natürlich. Und dass deine Kinder glücklich sind, oder? Ja, nichts wichtiger als das. Wie fühlst du dich, wenn eines deiner Kinder weint? Boah, schrecklich, ey. Da bekomme ich das kalte Grauen und muss auch weinen. Würdest du es verhindern wollen, wenn du wüsstest, dass eines deiner Kinder aus einem bestimmten Grund weinen müsste? Sag mal, wieso die ganzen Fragen, Claudi? Ist was passiert? Papa, würdest du es verhindern wollen? Bitte antworte. Ja, aber klar doch. Würdest du dein Kind nicht unter Druck setzen? Nein, auf keinen Fall, Schätzchen. Meinem Kind soll es bei mir immer gut gehen. Aber was ist denn bitte schon jetzt passiert? Atme tief ein und aus. Warum? Ich habe eine 5 in Mathe geschrieben. Franz, 50 Jahre Playstation-Verbot und ich ramm das Ding in den beschissenen Restmüll. Mann ey, wie unfair. Alles gelogen vorhin. Gestern Abend wollten zwei Frauen etwas
langes und hartes von mir. Und, was hast du getan? Ja, hab ihnen erstmal meine Hausaufgaben gegeben. Lang und hart, verstehe. Hä, Papa, seit wann kannst du Chinesisch? Ich krieg mich nicht mehr ein. Du hast auf Chinesisch umgestellt und bekommst es nicht mehr rückgängig gemacht, oder? Lol, unser Lehrer ist so geil, ey. Was ist schon wieder passiert? Er hatte gerade erst einen roten Laserpointer, dann war die Batterie leer und er hat einen neuen in grün aus der Schublade gegriffen. Hä? Ja, und was ist daran so lustig? Er nur ganz trocken. Aha, jetzt habe ich wohl die Seite der Macht gewechselt. Möge die Schulmacht mit dir sein oder so ähnlich. Hey, eine Frau hat eben bei mir geklingelt und wollte eine freiwillige Spende für ein Schwimmbad. Und? Ja, ich habe hier ein Glas Wasser gegeben. Alter. Hey, hast du Bock, demnächst mal wieder was trinken zu gehen? Nee, Mann. Erst wenn ich das Examen rum hab. Vorher nicht. Obwohl, ich glaube, ein bisschen Inspiration könnte mir nicht schaden. Junge, wie viel hast du bitte schön schon gesoffen? Tanja meinte eben, du bist in die Büsche gefallen. Meinst du nicht, das reicht langsam? Hast doch morgen deine Englischprüfung. Dobby has no master. Dobby is a free elf. Na, immerhin bist du für Englisch morgen gewappnet. Oha, neuer Rekord. 20 Likes in 3 Minuten. Stalkst du mich jetzt oder was? Schau aus deinem Zimmerfenster. Ich winke. Okay, krass. Aus welchem Busch denn? Sehe ich aus wie ein Noob? Hab mir direkt das Haus gegenüber von dir gekauft. Damit ich immer in deiner Nähe sein kann. Lol, chatte gerade mit einer heißen Lesbe. Die denkt, ich wäre auch eine. Bei mir genau das gleiche. Hab ihr gerade einen Pick von meiner Ex geschickt. Ist dein Nickname GoGoGirl69? Fuck. Hallo. Hallo, wer bist du? Hab ich dir nicht beigebracht, fremde Menschen zu siezen? Oh, lol. Wer ist denn da? Deine liebe Mama, ich hab jetzt ein Smartphone und WhatsApp. Ah, klasse. Was soll das sein? Mein Profilbild? Nein, sicher nicht. Diese Ohren. Ach so, das ist nur ein Filter, Mama. Ist dir das nicht peinlich? Warum soll mir das peinlich sein? Das machen alle heutzutage so. Also, ich würde mich ja dafür schämen, Kind. Mach dir doch bitte ein vernünftiges Profilbild rein. Hey, Vati, hab eben Geschichte wiederbekommen. Und? Welche Note hast du, Luis? Eine 4, aber geht voll klar. Herr Meier hat echt relaxed reagiert. Lol, warum? Guck mal, was ich unter meine Klausur gemalt habe. Oh mein Gott, da malt er einfach auch einen Kreis dazu. Ja! Was für Deppen ihr Männer seid. Hallo Julian, wie läuft es bei euch so? Alles in Ordnung soweit? Passt du gut auf Marc auf? Ja klar, Mama, alles super bei uns. Wir machen gerade ein bisschen Sport zusammen. Wir Kerle müssen ja schließlich in Form bleiben. Was? Was machst du da mit ihm? Schick mir sofort ein Bild von ihm. Ich will ihn sehen. Mama, jetzt reagier mal nicht so über. Ihm geht's super, nur ein bisschen pumpen. Tschüss das. Julian, schick mir sofort ein Bild von ihm. Uff, meinetwegen. Bist du gerade joggen, mein Kleiner? Nee, lieg im Bett rum. Was? Wir haben 13.21 Uhr. Und? Mensch, Tim, jetzt beweg deinen dicken Hintern aus dem Bett. Ich hab gesagt, du sollst jetzt jeden Tag 15.000 Schritte laufen. Kein Ding, Mama. Trägst du überhaupt die Apple Watch, die ich dir gekauft habe? Ja, habt ihr doch meine Aktivität geteilt. Schau doch mal rein. 3 Stunden später. Ah, gefunden. Was? 5000 Schritte? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Tja. Tim, du bist so ein Schwein. Such dir eine Freundin, du Lümmelschwinger. Ich hab es satt, dass immer deine ekelhaften Tücher überall rumliegen. Oh, lass mich in Ruhe. Hey Süße, hast du schon sinnvolle Pläne für die Sommerferien? Gruß Mom. PS, Essen ist in 5 Minuten fertig. Mama, Ferien sind da, um sie zu genießen. Ja, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit voll rumliegen. Doch, ging in den Osterferien ja auch. Dieses Mal wird das aber nicht passieren, Natascha. Schreib dir doch mal eine To-Do-Liste für die Ferien und bring sie mit runter zum Essen. Hab schon eine. Boah, ey, jetzt nach den Ferien merke ich aber echt wieder, was mir gefehlt hat. Was denn? Ferien!
Und wie ist deine neue Brille so? Hast du dich schon dran gewöhnt? Ach ja, passt schon. Muss sie ja nur beim Zocken, am PC oder beim Fernsehgucken tragen. Also immer. Hey, hab mein erstes Smartphone. Gruß, Papsi. Klasse, willkommen in der Neuzeit. Hä, was ist das denn hier in deinem Status oder wie man das nennt? Shit. Bist du etwa hier am Rumbitschen hier im Digitalen? Welche fremden Männer willst du denn verführen? Spinnst du? Du bist ein Prostituierter. Oh Mann, übertreib doch nicht, Dad. Bist genau wie deine Mutter. Hey, ich sitze schon im Kino. Soll ich dir und deiner Freundin schon mal Popcorn kaufen? Ja, das wäre nett. Süßes oder salziges Popcorn? So wie meine Freundin. Hässliches Popcorn haben die hier leider nicht. Mein Bruder ist letztens in die erste Klasse gekommen. Und? Also mein Bruder sagt der Klassenlehrerin, sie soll sich einen Ferrari kaufen. Die Klassenlehrerin dann? Den kann ich mir leider nicht leisten. Mein Bruder dann ganz cool. Na, dann sollten Sie mal arbeiten gehen. Und sie meint dann? Das tue ich gerade. Ich bin ja schließlich deine Klassenlehrerin. Und was sagt mein Bruder? Was? Dafür bekommen Sie Geld? Geil, Ehre genommen. Oh je, ich bin so im Arsch vom Lernen, dass ich mir gerade meinen Spicker aus Versehen auf DIN A3 gedruckt habe. Naja, ein Versuch ist es wert. Mama, wann holt ihr uns endlich bei Oma und Opa wieder ab? Och Kindchen, in einer Woche erst. Geht das nicht vielleicht schon was früher? Nein, wir sind doch im Urlaub, Tom. Ich will nach Hause. Also Oma hat mir erzählt, dass dein kleiner Bruder total viel Spaß hat. Na dann pass mal auf. Sieht das etwa nach viel Spaß aus, Mama? Wir langweilen uns einfach nur. Nur noch eine Woche, Schatz. Hey, gehen wir dann heute ins Kino? Aber was ist, wenn wir zu langsam sind und es nicht bis zum Filmbeginn schaffen? Dann fahren wir halt mit dem Bus. Aber was ist, wenn wir den Bus verpassen? Dann kann meine Mom uns beide mit dem Auto fahren. Aber was ist denn, wenn Stau ist und wir es trotzdem nicht rechtzeitig schaffen? Dann bleiben wir halt zu Hause und machen was anderes. Uns fällt schon was ein. Aber was ist, wenn wir dann an Langeweile sterben? Hallo? Hast du mich jetzt wirklich blockiert? Heute in der Klasse. Ein Moment zum Totlachen, ich sag's dir. Wieso denn? Max mit dem Kopf auf dem Tisch, voll am Einpennen. Plötzlich bemerkt unsere Deutschlehrerin, dass er eingeschlafen ist und weckt ihn. Und was hat eure Lehrerin gesagt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der richtige Ort zum Schlafen ist, Maximilian, sagte sie. Aber Max antwortete eiskalt, Quatsch, das geht schon. Sie müssen nur etwas leiser sprechen. Alter, der hat vielleicht Eier? Oh ja. Mann, ich glaube, ich kann mich nie wieder bei der Mutter von Kai melden. Lol, wieso das denn? Ich habe Kai übers Handy angerufen und als ich dachte, er hat abgehoben, direkt Moin, du Hurensohn gesagt. Und seine Mutter antwortet nur, Kai ist gerade duschen. Hier spricht die Hure höchstpersönlich. Opfer! Danke. Heute war es in der Schule echt hart. Was ist denn passiert? Ich habe heute die 5. Klasse in Bio unterrichtet und habe statt Organismus dann Orgasmus gesagt. Du glaubst nicht, wie deren Reaktion war. Ich versinke. Haha, wie geil. Yo, war gestern auf einem Date. Cool. Rate mal, wer oder was richtig gut saugen kann. Ein Vakuum? Komm, jetzt rate mal richtig, Doofkopf. Schwarze Löcher? Meine Güte, wie kann man nur so ein winziges Hirn besitzen? Ach, jetzt weiß ich's. Ein Pömpel? Nein. Staubsauger? Hey, hab jetzt Wochenende. Ich liebe mein Studentenleben. Hey, und ich bekomme morgen Lohn. Touché. Hey du, mein Vater hat vor 3 Tagen Kameras installiert, weil bei uns in letzter Zeit mehrere Schafe verschwunden sind. Das habe ich dir erzählt. Ja, und was jetzt? Es waren einfach 3 Wölfe, die unsere Schafe gefressen haben. Oh, echt? Warum haben sie nicht dich gefressen? Du bist doch das hässliche schwarze Schaf in unserer Familie. Dein Ernst? Na, ist doch so. Ach, dich einfach. Sag mal, hast du mein Märchenbuch mit? Mathebuch? Oh Mann, mein Handy kennt mich wohl zu gut. Morgen, Honey. Hallo, Babe. Bist du im Bus? Ja. Bin auch im Bus. Hab's endlich mal pünktlich geschafft. Bin so stolz auf mich. Echt? Wo im Bus bist du? Nicht in deinem. Den habe ich leider verpasst. Bin in dem, der 20 Minuten danach kommt. War klar. Hey, weißt du noch der One-Night-Stand von letzter Nacht, bei dem du meintest, die will mehr? Ja, wieso? Denkt sie, ihr seid zusammen? Nein, die hat allen Ernstes mit einem wasserfestem Edding auf meinen Rücken geschrieben. Hab ich gef***t.
gehört mir. Hi. 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 Alter? 13. Du? Ciao. Brauche wieder Geld, Papa. Schon wieder? Hab die 50 Euro von gestern bereits investiert. Richtig schick, teure Marke. Für Badelatschen? Die waren von 85 auf 50 reduziert, also chill. Müll, ich geb dir nie wieder Geld, wenn du das für so einen zwecklosen Abfall ausgibst. Aus welchem Land sind die Gummilatschen? Was weiß ich. Woher weißt du dann, dass es eine Marke ist und nicht China-Mist? Alter, weil's halt teuer war? Ich fress Kohl, wie kann man so dämlich sein, Mensch? Such dir einen Minijob, in deinen Hohlkopf stecke ich mein hart verdientes Geld sicherlich nicht mehr rein. P. Miss. Lol, danke. Hab 5 Euro gewonnen. Mitschüler von mir hat dagegen gewettet, dass du so antwortest. Teste ich direkt mit anderen. Aber, Moment mal. Dann sollten wir auch 50-50 machen. Was? Wie was? Früher in der Schule immer, hast du eine Patrone für mich? Und ich dann, Lami oder normal? Viva. Und heute wird gefragt, hast du ein Ladekabel? Und zur Auswahl stehen Apple oder Android? Sieht man mal, wie sich die Prioritäten von uns Schülern im Laufe der Zeit geändert haben. True Story. So, endlich habe ich die Lateinarbeit hinter mich gebracht. Und? War gut? Lief alles nach Plan? Ja, schon. Nur der Plan war scheiße. Meine kleine 10-jährige Schwester hat gerade meine 15-seitige Hausarbeit für die Uni aus Interesse angefangen zu lesen. Sie ist jetzt auf Seite 4 und hat schon 2 Rechtschreibfehler gefunden. Ich fühle mich dumm. Dieses hochbegabte kleine Girl. Wie geht's dir, Robert? Eine Frage. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie schön du bist? Wie süß. Aber nein. Gut. Wird auch keiner. Boah, du wirst es nie glauben. Ich hab so einen Kater. Ich wünschte, die Pizza würde direkt aus dem Gefrierfach durch den Ofen zu mir auf die Couch fliegen. Wingardium Leviosa. Es heißt aber Wingardium Leviosa. Oh Gott, du bist schon wie Hermine. Oh Mann, es ist so warm. Ich schmilze. Nasses Tuch in den Nacken? Woher? Sitz im Unterricht. Ach komm schon, ich habe deine Mitschüler gesehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du im Klassenraum nicht mindestens einen Waschlappen sitzen hast. Hi, hi. Darf ich dich was fragen, Alexandra? Klar, Julius. Hau raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich anfangen soll. Geht's um mich oder was? Ja, genau. Dann weiß ich die Antwort schon, Julius. Und sie lautet? Ja, Julius, ja. Ich will dich, nur dich. Ich vergötter und liebe dich bereits seit Monaten. Daher möchte ich selbstverständlich mit dir zusammen sein. Hä? Wollte doch nur nach den Mathehausaufgaben fragen. Hey Mara, ich war vorhin bei einer Augen-OP und kann jetzt einfach 3 Tage lang nichts mehr sehen. Was? Das tut mir leid. Ich hoffe, das wird schnell wieder. Gute Besserung. Danke. Naja, ich gucke jetzt einen Film. Alles klar, bis dann. Dein Hirn muss echt mal zur Reinigung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Heißer Student sitzt neben mir und riecht sehr gut. Abschlecken. Heißer Student hat's gelesen, hat gelacht und meinte, es ist Ex. Oh je, wie peinlich. Na, wie hast du geschlafen? Im Liegen. Und du? Mann, ich meinte, ob gut oder schlecht. Ich habe gerade die Umschreibung akademischer Abschluss gegoogelt, um zu wissen, ob ich sowas hab. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber wenn du das wirklich googeln musst, hast du keinen. Ja, weiß ich jetzt auch. Hey, kannst du deinen Freund von der Party abholen? Der ist so voll, dass er nicht mehr stehen kann. Sorry, bin selber betrunken. Ich verstehe so langsam, warum ihr zusammen seid. Weißt du, was mir einfällt, wenn ich dich sehe? Nein. Was denn? Dass ich noch den Müll rausbringen muss. Kennst du die Situation, wenn du übelst um dein Leben zum Bus rennst, weil du denkst, dass er jeden Moment losfährt? Und dann bleibt er noch 10 Minuten stehen und im Bus ist es so leise, dass alle hören, dass du fast an Lungenversagen stirbst, weil du 15 Sekunden gerannt bist? Nee. Oh, hey Alice, ich bin müde. Hey müde, ich bin Alice. Boah, das ist nicht lustig. Ich bin ernsthaft. Ich dachte, du bist müde. Weißt du, dass du super unlustig bist? Nein, ich bin Alice. Papa, warum liegt das alte Ding hier auf meinem Schreibtisch?
Das ist dein neues Handy. Verarsch mich nicht. Das ist nicht neu, Papa. Doch, doch, tatsächlich. Nagelneu und ungebraucht. Wirklich, Papa? Was soll der Scheiß? Und jetzt bekomme ich dein Handy, Süße. Nee. Das war doch Teil der Vereinbarung. Ich habe gesagt, ich kaufe dir ein neues Handy und dafür bekomme ich dann deins. Ja, moin. iPhone XS für ein Sony Ericsson K320i? Dass ich nicht lache. Oh Mann, ey. Ich muss schon sagen, ich habe wirklich die geilste Mutter der Welt. Kommt in mein Zimmer und alles, wirklich alles, was ich von Timon hatte, war weg. Geschenke, T-Shirts und so weiter. Sogar mein Bett hat sie frisch bezogen. Also die Frau hat einen Orden verdient. Hey, erfolgreich gelernt? Oh ja, definitiv. Ernsthaft? Ja. Ich habe gelernt, dass die Klausurenphase definitiv kein guter Zeitpunkt ist, um mit einer Diät anzufangen. Hey, Bock ein bisschen zu schreiben, Laura? Nur, wenn du Zeit hast, natürlich. Nur, wenn ich Zeit habe? Ja, genau. Kannst absolut verstehen, wenn du gerade mit irgendwas anderem beschäftigt bist. Können dann noch später schreiben, wenn du magst. Ja, dann später. Gerade ist schlecht. Oh, okay. Darf ich noch fragen, was du gerade machst? Die Stifte aus meinem Mäppchen sortieren. Okay, na, dann bis später. 2 Stunden später. Na du, hast du fertig sortiert? Ja. Klasse, dann können wir ja jetzt chatten. Ah, sorry, aber baue jetzt leider schon eine Stadt aus Tackerklammern. Hä? Alter, wieso machst du sowas? Das nennt man Ordnung, mein Lieber. Papi, das mit den Fortnite-Let's Plays auf YouTube klappt nicht so wirklich. Ach, wirklich? Ja, bekomm keine neuen Abonnenten mehr. Dann wird es langsam mal Zeit, dass du etwas Sinnvolles machst. Ja, hast wohl recht. Brauch ein neues Mikrofon und eine neue Kamera. Wozu? Na, will ASMR-Videos machen. Das kommt auf YouTube bestimmt gut an. Das sind die Videos, wo man Geräusche mit dem Mund ins Mikro macht, die dann angenehm auf die Zuschauer wirken. Einen Scheiß kaufe ich dir. Auf Pornoseiten hast du damit vielleicht Erfolg, aber sicherlich nicht in deinem Alter und erst recht nicht auf YouTube. Hi, hey, hallo, hast du mal eben eine Sekunde? Lass mich, ich mach gerade einen IQ-Test. Also, wenn du ein zweistelliges Ergebnis haben willst, dann mess lieber deine Körpertemperatur. Blöd, Mann, ich will aber was Dreistelliges als Ergebnis. Dann stell dich auf eine Waage. Papa? Ja? Wir haben keine sauberen Teller mehr. Kann ich dich aus der Vitrine im Wohnzimmer nehmen? Bist du geisteskrank? Das sind die Porzellanteller deiner Oma, aus denen wird nichts gegessen. Wow, ruhig Blut, alter Mann. Wofür sind die denn dann bitte da, wenn nicht zum Essen? Deko? Richtig sinnlos. Die gehen kaputt, wenn wir sie benutzen würden, da sie schon sehr, sehr alt sind. Ja, dann schmeiß den Müll doch endlich raus hier. Nein, räum die Teller sofort und vor allem vorsichtig in die Glasvitrine zurück. Erledigt. Und jetzt geh und spül gefälligst das ganze dreckige Geschirr sauber, statt rumzuheulen. Amina. Amina? Alina. Vielen Dank auch. Hey, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Du hast das Thesenblatt für unser Referat, oder? Es ist an einem sicheren Ort. Du hast es verloren, oder? Das gehört zum Sicherheitskonzept. Oh Mann, hab mir gerade im Bus voll wehgetan. Lass mich raten. Du hast dir das Bein an der Heizung verbrannt. What? Woher weißt du das bitte? Das war einfach nicht zu übersehen. Dreh dich mal um, ich sitze 2 Reihen hinter dir und lach dich aus. Huhu. Herr Windel, welche Seiten sind besonders relevant für die Arbeit am Dienstag? Guten Abend, Emilia. Ihr solltet besonders die Seiten 37 bis 65 gelesen haben. Die Aufgaben zum Thema Treibhauseffekt könnt ihr ruhig auslassen. Hey, ich schwör, ne? Wenn noch einmal eins dieser hirnverbrannten Kinder mich anschreibt, bekomme ich ein ernsthaftes Trinkproblem. Herr Windel, ist alles gut bei Ihnen? Falscher Chat. WTF, Bro? Was ist los? Ich habe gerade mega Anschiss von meiner Mama bekommen, weil ich eine 5 in Mathe geschrieben habe. Ja, okay, Bro, das ist bitter, aber hast es dir halt selbst zu verschulden, ne? Nein, warte, der springende Punkt kommt ja erst. Ich habe mich verdammt nochmal bei meinem Lehrer dafür bedankt, dass er mir viel Glück wünscht. Und was hat das jetzt mit deiner Note zu tun? Der Arsch hat mir einfach Punkte dafür abgezogen. Dafür, dass du dich bei ihm bedankt hast? Ja, aber meine Mutter ist das total schnuppe, das juckt die überhaupt nicht. What? Es ist ja echt egal, dass du ohne Grund Punkte abgezogen bekommen hast. Du freust dich? Na, Quatsch, nein, nein, du findest nur mega lustig. Boah, du Arsch, wo ist meine Unterstützung?
Alter, letzte Nacht habe ich davon geträumt, dass Wissenschaftler ein richtig schlechtes Foto von mir als Beweis dafür verwendet haben, dass der Mensch von der Ziege abstammt. Ich war halt so beleidigt, als ich aufgewacht bin. Oh Gott, ich will morgen nicht in die Schule. Papa, du bist Lehrer. Ja, aber wir schreiben morgen eine Arbeit. In der A? Ja, die sind so dumm. Mensch, Papa, die sind doch auch erst 8 Jahre alt. Hey, Sportskanone, wie waren bei dir die Bundesjugendspiele? Kacke, wie sonst auch. Quatsch mit Soße, altes Luder. Wie hast du beim 200-Meter-Lauf abgeschnitten? Naja, hab 150 Meter gerade so geschafft. Oh, verstehe. Hey, Dad. Ja, mein Hurensohn? Mein Sohn? Wie ist das eigentlich, einen so unfassbar klugen und intelligenten, gut aussehenden und charmanten Sohn zu haben? Keine Ahnung, frag Opa. Was ist das? Zahnspangen von deinem Kieferorthopäden. Die musst du ab jetzt täglich tragen. Ey, nee, was ist das denn bitte schön für eine Scheiße, ey? Du machst das. Ich mach das nicht. Willst du etwa so aussehen, wenn du erwachsen bist? Mama, das ist nicht lustig. Ja, dann trag die Spangen. Sonst wirst du wirklich so aussehen wie dieser Mann. Meinetwegen, ich mach es. Ach, Paul? Ja, was denn noch? Du hast schon was drauf, auch wenn es nur Zahnbelag ist. Matze, bitte räum dein Zimmer auf, ja? Warum? Wir bekommen heute Gäste und ich möchte gerne einen guten Eindruck hinterlassen. Also tu, was ich sage. Aber Mama, was wollen deine Gäste in meinem Zimmer? Ich will mit denen doch sowieso nichts zu tun haben. Ich will ihnen die gesamte Wohnung zeigen und wie alles eingerichtet ist. Du räumst gefälligst dein Zimmer auf, junger Mann. Hörst du wohl? Dann lass doch einfach mein Zimmer weg. Stell ihnen meine Tür einfach als Abstellkammer vor oder so. Nein. Und warum nicht? Das fällt doch eh keinem auf. Weil... Tja, keine Begründung, dann auch kein aufgeräumtes Zimmer. Okay, ich hab ihnen erzählt, was für ein gebildeter und ordentlicher Junge du bist. Deswegen wollte ich, dass du dein Zimmer aufräumst, damit ich es beweisen kann. Ach, na, wenn das so ist, sag das doch gleich. Heißt das, du räumst dein Zimmer auf? Tja, nö. Du kennst das ja, wenn man sagt, wer Montag am beschissensten ausschaut, hatte definitiv das geilste Wochenende, ne? Also, ich muss schon sagen, das Rennen macht heute eindeutig unsere Lehrerin. Weißt du, die Abfahrtszeiten der Deutschen Bahn sind genau genommen wie der Kodex der Piraten aus Fluch der Karibik. Eher so Richtlinien, die man beachten kann, aber nicht muss. Ich frag gar nicht erst, was passiert ist. Mein Papa ist so gemein zu mir. Warum, Max? Wir haben gerade so drüber gesprochen, dass ich mich ja nur voll selten erschrecke. Und mein Papa einfach so? Ja, nur jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust. Immer derselbe Fratz. Was los, Diggi? Dann bringe ich einmal einen niegelnagelneuen College-Block mit zur Schule. Hast du deine 5 Minuten? Pass mal auf, du Spatzenhirn. Wenn nur noch einer von euch miserablen, unnützen Versagern mich nach einem Blatt Papier fragt, dann knall ich euch den Zeichenblock um die Ohren. Kapiert, Junge? Alter. Besorgt euch eure eigenen Scheißblätter. Ich bin nicht euer Schreibwarenhandel. Hä? Hab doch heute nur noch 2 Blättern gefragt. Und die letzten 10 Tage? Hä? Jetzt, wo ich meinen Führerschein habe, will ich auch unbedingt mein erstes Auto haben. Bitte. Ach, schon wieder dieses Thema. Bitte, 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 bitte. Ich weiß auch schon welches, dann kannst du dir die Mühe sparen, Papa. Darf aber auch ruhig ein helleres Grau oder ein Weiß sein. Aber auch jede andere Farbe natürlich. Ich habe ja keine großen Erwartungen oder Forderungen. Ist ja auch erst mein allererstes Autochen. Nur ein Blau fände ich jetzt nicht so toll. Jetzt pass mal auf, du hässliches Gewächs. Du nimmst das Auto, was an deinem 18. vor der Türe steht. Und zwar wird es das alte von deiner Uroma sein. Verstanden? Mama, kannst du bitte, bitte Süßigkeiten beim Einkaufen mitnehmen? Nein, mein Schatz, das ist nicht gut für dich am Abend, das weißt du. Ich bitte dich, ich hatte schon so lange nichts Süßes mehr. Lisa, nein heißt nein. Bitte, ich mache auch die ganze Küche sauber. Nein. Ich staubsauge auch. Nein. Ich gehe auch mit dem Hund Gassi. Nein, Lisa. Und ich räume die gesamte Wohnung auf. Nein. Na gut, ich räume auf, gehe mit dem Hund Gassi, lasse meine Finger von Videospielen 1 Woche lang und werde Essen kochen. Ist das ein Deal? Wow, das klingt ja mal fantastisch. Heißt das, du kaufst mir was Süßes? Nein. What the f***?
Ab wann darf ich kommen? Ab 8. Für wie lange denn? Gerne bis um 11. Und wohin möchtest du es? Hä? Wovon redest du bitte? I have a surprise for you. Hab mir gerade ein iPad gekauft. Neidisch? Hab grad mit Ina aus der Nachbarsklasse geschlafen. Neidisch? Okay, 1-0 für dich. Na, bereit für die Abschlussprüfung? Ja, ich werde mir das die Tage nochmal angucken und lernen. Wir schreiben morgen doch schon. Boah, ich werde mir da keinen Stress machen. Hey, ich weiß, es ist spät, aber gib mir mal bitte schnell die Lösung von Aufgabe 5.2 aus diesem Biologie-Quiz, welches wir bis morgen erledigt haben müssen. Valerie, hier ist Frau Taube. Ach shit, entschuldigen Sie, Frau Taube. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Kein Problem. Die Antwort lautet C. Wow, danke, Frau Taube. Vielen, vielen Dank. Bring mir morgen früh einen Kaffee zur ersten Stunde. Gerne. Oh Mann, ey, kennst du das, wenn du mit einer zusammen bist, das aber so überhaupt nicht im Bett passt? Einfach unterschiedliche Vorlieben, Wünsche, Fantasien? Ja, so war es mit meiner Ex. Ich hatte die Fantasie, dass wir Sex haben könnten. Sie sah das anders. Mami, bekomme ich das Spiel hier? Schau mal, ab wie vielen Jahren das ist. Egal, Mami. Nee, Lukas, sowas spielst du noch nicht. Das möchte ich einfach nicht. Was fällt dir ein, du blöde Kuh? Dann frag ich Papa.